Man stellt sich das so cool vor, so hey, ich gehe nach Amerika, aber letztendlich, du wirst 90% der Zeit mit den Kindern zusammen sein. Mhm. Und wenn du das nicht kannst, dann solltest du kein Au-pair mehr machen. Geschminkt. Wir reden heute über das Thema Au-pair. Und dazu haben wir uns die Kati eingeladen vom YouTube-Kanal Domino Kati. Und du bist dann jetzt in die USA gegangen für ein Jahr. Deswegen haben wir uns auch voll lange nicht mehr gesehen. Ganz genau. Ich war 13 Monate in Amerika und habe dort ein Au-pair-Jahr gemacht. Und bin da ganz viel rumgereist, habe halt auf Kinder aufgepasst und gleichzeitig bei einer Gastfamilie gewohnt. Das Ja, cool. Du bist ja jetzt gerade wieder da. Gibt es irgendwas, was du jetzt so schon vermisst oder wo du sagst, ich habe mich noch nicht so ganz wieder eingewöhnt, ist schon sehr anders hier eigentlich? Also ich muss sagen, so viel anders finde ich es nicht, außer dass dort wirklich nur große Autos fahren. ansonsten habe ich mich sehr gut eingelebt. Fange jetzt hier so mein neues Leben an. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Yeah. Ich bin direkt nach dem Abi ins Ausland und habe dann dort das Leben einer anderen Familie so ein bisschen gelebt. Und jetzt fängt mein Leben erst so richtig an. Vielleicht könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch vorstellen könntet, für ein Jahr ins Ausland zu gehen oder auch mal Au-pair zu machen. Ich hätte voll Angst, dass ich einfach nicht mit den Kindern klarkomme. Und das ist ja so, weil ich weiß nicht, wie soll ich denn auch wissen, wie man kleine Kinder richtig behandelt, wie man mit denen spielt und am Ende macht man irgendwas falsch, weil du bist ja auch für die Erziehung verantwortlich. Ich hätte total Angst. Ja, also bist du ja dafür verantwortlich, dass es irgendwann mal gute Menschen werden. Ja. Du bist quasi eine Mama, aber bist keine Mama. Du hast oft. Ich mache ja alles, was eine Mama auch macht. Ja. Und habe die auch genauso gekuschelt und genauso geschimpft wie eine Mama. Aber irgendwie ist man es letztendlich nicht. Ja. Aber ja, ich meine, ich habe da auch, muss ich wirklich dazu sagen, ich hatte Glück mit meiner Familie. Meine Hostmama, meine Gastmama, die ist inzwischen halt auch wie so eine Schwester oder so eine. Wie so eine Schwägerin. Ich weiß nicht, also sie ist einfach so ein Teil meiner Familie und sie ist halt so ein bisschen quirlig und sie redet ganz viel und ich kann auch immer mit ihr Stunden reden. Und die Kinder sind mega süß, die waren halt zwar natürlich mega schüchtern, aber ich wusste einfach, okay, da bin ich gut aufgehoben. Wie war dann so dein typischer Arbeitstag? Also mein typischer Arbeitstag... Wann fängt er an so? Hat um 8.30 Uhr begonnen, hab die Kinder halt fertig gemacht, sind zum Kindergarten gebracht und dann habe ich den Kleinsten meistens mit zum Fitnessstudio genommen. Das war echt cool, da hatte ich Glück, dass ich das so in meinen Alltag einbauen konnte, dass ich eine Stunde halt trainieren durfte, so Kurse machen und so. Yeah. Und der Kleine wurde betreut in der Kinderbetreuung. Cool. Das war wirklich cool. Fitnessstudio ist öfter mal, ne? Mhm. Und dann habe ich die wieder vom Kindergarten abgeholt. Es geht leider nur von 9 bis 12. Die Zeit geht schnell um, leider. Und dann offener Mittag, Nachmittag, Spielplatz, Fahrradfahren. Was mich auch nochmal interessieren würde, ist so das Thema Sprache, ne? Weil ich glaube, auch wenn einige von euch vielleicht mal ins Ausland gehen wollen, denkt man ja auch, wie mache ich das mit dem Englisch? Ja. Also du konntest, glaube ich, vorher auch schon ganz gut Englisch, ne? Genau, also ich habe vorher intensiv YouTuber und Serien und so, das ist wirklich so hilfreich. Ja, das könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr viele amerikanische, britische YouTuber schaut und vielleicht auch damit so ein bisschen Englisch lernt, weil ich habe das früher auch gemacht. Ich auch, so, ne? Ja, also schlecht. Kann ich euch gerade, wenn ihr so, keine Ahnung, 14 seid, guckt englische Sachen. Außer jetzt so bei der Sprache hast du irgendwie vielleicht so drei Tipps, so, was man am besten machen kann, dass man sich so für so ein Au-pair ja gut vorbereiten kann. Also man muss als Au-pair, wenn man sich da überhaupt bewirbt, muss man mindestens 200 Kinderbetreuungsstunden vorweisen. Oh. Ja. Also ich hatte, glaube ich, über 1000. Also halt Neffen, oder? Also allgemein, weil ich halt schon seit ich klein bin halt auf Familie aufpasse, das kann man alles mit reinwerten. Es wird auch ein bisschen überschlagen dann und dann kommt dann einiges zusammen. Also ich habe zum Beispiel Kinderpraktikum gemacht und so. Also man sollte halt auf jeden Fall mit Kindern zurechtkommen, weil man stellt sich das so cool vor, so hey, ich gehe nach Amerika, aber letztendlich, du wirst 90% der Zeit mit den Kindern zusammen sein. Mhm. Und wenn du das nicht kannst, dann solltest du kein Au-pair mehr machen. Man kann ja auch so ein Praktikum, so ein 2-Wochen-Praktikum im Kindergarten machen. Das habe ich auch gemacht, als ich eigentlich vorhatte, ein Au-pair-Jahr zu machen. Und dann machst du einfach 2 Wochen im Kindergarten Kinder betreuen. Da merkst du aber auch schon, das ist nicht für jedermann. Ja, ganz genau. Und wenn das nicht der Fall ist, dann such dir eine andere Variante. Oder sucht euch auf jeden Fall eine andere Variante. Ihr tut niemandem Gefallen, wenn ihr euch da selbst belügt. Und dann, das kriege ich schon hin, Kinder.
Mich würde mal interessieren, wieso du dich jetzt gerade für Au-pair entschieden hast und nicht so für Work and Travel oder sowas. Ja, stimmt. Also ich habe mich für alles, informiert. So. Und Work and Travel war auch auf meiner Liste, kann man allerdings nicht in den USA machen, genau. Wusste ich auch nicht. Also weil es ja einfach zu wenige Jobs auch gibt. Dann habe ich gedacht, mache ich das in Kanada oder ganz woanders. Aber letztendlich war halt einfach, also die USA ist halt so schon immer mein Ziel so gewesen. Ich fühlte mich auch halt durch YouTuber und Filme und so, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Ja, also mit den Schulbussen und so. Ja, das ist wirklich so. Genau, da fühlt man sich halt so mit dieser Kultur so verbunden. Ja. Und ich wollte halt speziell in das Land und Au-pair hat sich halt angeboten. Und ich finde, es war auch bis jetzt die beste Entscheidung. Also würde ich immer noch machen. Ansonsten ist man irgendwo in Australien und ist dann Apfelpflücker oder so. Ja, also das ist genau. Halt komplett anders eigentlich. Ne? Das ist wahrscheinlich für die, die so ein bisschen risikofreudiger sind. Ja. Ne, weil dann sagt man, okay, ich schau mal, wo ich das nächste Woche arbeiten will, wo ich dahin gehe. Und so hast du halt ein festes Zuhause. Du weißt, du bleibst da dann auch für länger. Genau. Und bei Work and Travel ist halt super viel Neues jeden Tag. Du lernst andauernd neue Leute kennen, was aber halt auch eine spannende Erfahrung sein kann. Ja. Auf jeden Fall. Und mich würde nochmal das Thema Beauty interessieren. Gibt es irgendein Produkt, was du vielleicht mitgenommen hast, aufgebraucht hast? Oder das du nicht mehr leben kannst. Genau. Oder was du auch da entdeckt hast. Absolutes Must-Have. Mein Must-Have. Oh, ich bin immer so ein Mensch, der probiert immer das und dann mache ich mal das. Ja. Dann mag ich die Marke und das und dies. Gibt es denn ein deutsches Beauty-Produkt, was du ja total vermisst hast? Irgendwie. Wie gesagt, ich bin nicht so nur das eine Produkt, sondern aber ladenmäßig DM. Ja. Ich finde, kennt ihr das Gefühl, wenn man in DM reinläuft und dann fühlt man sich zu Hause? ich war so, ach DM, als ich wieder hier war. Ja. Das ist einfach so, da findest du, oh, dann nehme ich noch das mit und das und dieses typische, ich gehe rein, ich brauche eigentlich nur Wattepads. Und hast dann 10.000 Sachen. Außer die Wattepads. Wer kennt das nicht? Ja. Jetzt zu deinem Fazit, würdest du Au-pair nochmal machen? Oder weil dir jetzt Amerika so gut gefallen hat, würdest du jetzt sagen, ich muss jetzt jeden Sommer nochmal 3 Wochen USA machen? Oder ich will da leben. Genau. Also Au-pair an sich würde ich nicht nochmal machen. Also aus dem Grund, ich habe die Erfahrung jetzt schon gemacht, muss jetzt nicht nochmal sein, ich bin jetzt durch. Aber du würdest es empfehlen? Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich würde es jetzt nicht zweimal machen, macht doch gar keinen Sinn. Ich würde auf jeden Fall nochmal nach Amerika und schon allein, um die Familie zu besuchen. Ja. Aber dein Leben? Wenn man in Amerika alle seine Freunde und Familie mitnehmen könnte, einfach mal kurz in den Koffer, dann würde ich in Amerika wohnen, weil ich das Land wirklich schön finde. Ansonsten glaube ich erstmal nicht. Ja. Ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr eher so Team Au-pair, Team Work and Travel oder Team doch irgendwie Team lieber studiere. Ja, genau. Das schreibt gerne mal in die Kommentare, das würde uns mal mega interessieren. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr unseren BB-Channel abonniert, dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video mehr. Und vergesst natürlich nicht, bei Snapchat vorbeizugucken, da heißen wir bbyoungcare.de. Genau, und dann danke, dass du hier warst. Ja, genau. Bitteschön. Tschüss.